Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Payback. Mit dem Mercury sind wir unterwegs. Mercury Cougar, auch eine coole Karre, wie ich finde. Ist ja auch ein Klassiker geworden. Haben wir uns in der letzten Folge bei dem Offroad-Rennen geholt. Ach guck mal, den R7, den kennen wir doch. Und ja, ich wollte heute mal zumindest das erste Wrackteil finden. Hier könnte irgendwo ein brauchbares Teil sein. Was für ein Zufall, dass ich das jetzt schon gefunden habe. Ja, die Wrackteile, darauf wollte ich mal eingehen ganz kurz in dieser Episode. Und zwar... unter anderem, natürlich machen wir gleich auch noch Race und so. Aber die gibt's hier. Überall in der Welt verstreut gibt's so Wracks. Und aus denen können wir, wenn wir dann noch weitere Teile finden, richtig tolle, geile Autos machen. Komme ich gleich noch zu. Und ihr seht aber jetzt hier eigentlich nur so ein bisschen, ja, so ein Foto. Da werden halt immer nur so kleine Hinweise aufgedeckt. Und Foto seht ihr hier. Das sieht nach so einem Wohnwagenpark aus. Außerdem oben rechts so ein paar blaue Linien. Das sollen Straßen sein. Und die führen uns dann angeblich dahin. So leicht war es gar nicht, das Ding jetzt hier zu finden an der Stelle. Also, falls ihr wissen wollt, wo das erste Nissan-Wrack ist, ist es hier. Ja, genau da. Ein bisschen über der Markierung hier, wo mein Auto ist. Da ist es. Nur zur Information, für die, die das vielleicht suchen jetzt hier in diesem Video und selber nicht gefunden haben. Das ist ja das erste Wrack. Es gibt ganz viele Wracks im Spiel. Und das können wir jetzt irgendwie hier finden. Ich habe selber auch noch nicht genau gecheckt. Wrack-Chassis bergen. So, da gehen wir mal rüber. Auf die andere Seite. Ja, Mann. So, das haben wir jetzt. Das ist es momentan. Und das könnte es werden. Und das könnte es auch werden. Und das sieht doch auf jeden Fall richtig geil aus. Nice. Stammt das von einem Nissan 240Z? Perfekt. Wachs wieder aufzubauen, sind 4 zusätzliche Teile erforderlich. Okay, die sind normalerweise am höher gelegenen Orten zu entdecken. Motorblock, Karosserieteile und Räder. Die kann man dann alle nach und nach sich erspielen. Finde ich ganz cool, muss ich sagen. Hier können wir dann auch mal sehen, wo die anderen Wrackteile sind. Da ist eins auf jeden Fall in der Nähe von diesem Solarzellenteil. Ja, das kann auf jeden Fall dauern. Also bis man die gefunden hat, das kann dauern. Deswegen düse ich mal wieder los. Es gibt irgendwo auch noch ein Muster im Wrack, habe ich mir sagen lassen. Aber da kann man ja schon richtig, richtig geilen Scheiß mitmachen, theoretisch. Und die Wrackteile zu finden, ist halt eine coole Nebenbeschäftigung, wo man sich dann coole Autos freispielt und so weiter und so fort. So, ich werfe gerade einen Blick auf die Karte. Moment, denn hier vorne, liebe Freunde, steht das nächste Rennen ein. An gegen La Catrina. Die ist jetzt bereit für ein Duell. Die Frage ist natürlich, fahren wir mit dem oder dem anderen Fahrzeug? Wahrscheinlich besser als andere Fahrzeuge. Ich hätte natürlich auch nochmal ein bisschen Karten abchecken können und so weiter. Aber da kommen wir dann später zu. Jetzt düse ich erstmal rüber. Ist ja schon eine ganze Ecke entfernt, oder? So, hier der Windpark. Gibt es da nicht zufällig auch was? Nee, leider nicht. Okay, dann hauen wir mal alles aus dem Cougar raus hier, was geht. Offroad Drift gibt auch noch besondere Punkte. Und natürlich ist mir klar, weil ich in den Kommentaren gelesen habe, Sarazar, wenn du über Stock und Stein fährst, bist du auch mit dem Offroad-Wagen langsamer. Ja, ja, das ist klar, dass ich damit auch mit dem Offroad-Wagen langsamer bin. Also, das habe ich auch schon gereilt, aber... manchmal macht es halt einfach Sinn, weil man eine Abkürzung fahren kann oder mit Nitro sich noch ein bisschen pusht. Dann ist es gar nicht so verkehrt manchmal. Oh, Entschuldigung. Ja, ich wollte noch ein bisschen im Gegenverkehr bleiben. El Coco, den kennen wir doch auch noch. Der gute El Coco hier. Ach, guck mal da. Ein geiler Jump. Oh, den habe ich ja richtig rasiert hier, nicht. Wow. Ja, den hätte ich echt, habe ich mich blöd hier angestellt. Hätte ich direkt durch diesen Schnibbel, die Schnibbelschlacht da fahren können. Aber wir bleiben im Gegenverkehr, das macht mehr Laune. Bitte nicht nachmachen, ja? Bitte nicht nachmachen, liebe Freunde. Boah, Alter, ich habe gar nichts gesehen. Siehst du, da kann nämlich sowas passieren. Können wir eigentlich mal mit der Kamera gerade düsen. Heute ist RAM so viele Autos wie möglich Folge, ohne dabei drauf zu gehen. Ich mag ja auch ein bisschen schrottig zu fahren. Einfach mal so... bisschen Guerilla-mäßig mal zum Try ein paar abzudrängen, so. Zack. Hallo. Ja, komm, jetzt machen wir hier mal den Slalom-Move. Ja, 322, bitte dich. Das gibt die Karre ja nicht mal ansatzweise her. Guck mal, was wir hier holen können. Oder war ein geiler Sprung. Leider nicht auf der gegengesetzten Spur. Hier machen wir eine kleine Offroad-Einlage. Oh, wir sollen da vorne lang. Stopp!
Das war falsch. Ich dachte, jetzt geht sie wieder irgendwie rum. Aber das ist ja gar nicht so. Da gehen wir nochmal auf Rollgummi. Whee! Nitro! Nigel Nitro. Speedrun brauchen wir jetzt gar nicht zu wagen, aber doch, kriegen wir trotzdem was. Ah, die Karre ist halt auch jetzt noch gar nicht gepimpt. Die ist halt noch echt ewig lahmarschig. Wir können mit von Glück reden, dass wir das Rennen gegen Udo da gewonnen haben. Werden wir auf jeden Fall auch nochmal umswitchen. Wir bekommen dann kurz hoffentlich auch neue Fahrzeuge. So, und gleich sind wir doch da. Du hast echt ziemlich lange Fahrwege, sage ich mal, zu den verschiedenen Orten, weil die Welt halt auch enorm groß ist. Aber was ich cool finde, ist, dass die ganzen Vegetationen hier auch sind. Also, dass man... Oh, jetzt habe ich von... Ja, den habe ich ja eh nicht gemacht, wirklich. Einen Checkpoint verpasst. Aber ich bin jetzt eigentlich nur am Fahren, um da hinzukommen. Also nicht wundern. Aber die ganze Vegetation, darauf wollte ich zurückkommen, finde ich super. Finde ich eine coole Sache. Dass man hier durch Schneegebiete theoretisch fährt oder jetzt so. Das sieht ja aus wie Colorado hier oder so. Und dann gibt es halt mit Las Vegas die Wüste und so. Ein bisschen hat man schon doch die USA auch nahegestellt. Mit ihren ganzen Regionen. Boah, die Plakatwände. Das habe ich, ja genau, habe ich gecheckt mittlerweile. Haben sich einige darüber gefreut, dass ich das endlich mal gecheckt habe. So, und jetzt fahren wir hier. Jetzt holen wir echt alles aus der Karre raus. 180 Spitze. Was ist der denn so lahm, ey? Ist doch gar nichts, 180. In Amerika natürlich jede Menge. Da darf es ja nicht so schnell fahren. Das Deutschland ja wirklich so eine Ausnahme. So gibt es bei uns ja auch so richtigen Autobahntourismus, wo die Leute hinfahren und sagen, alter Schwede, heute fährst du mal eine Runde Autobahn, mal 200 einmal im Leben. Können wir da nur auf Rennstrecken machen oder so. Was bei uns natürlich nicht auf allen Strecken möglich ist, aber immerhin auf einigen. Und ich glaube, das ist auch okay zu finden, ehrlich gesagt. Ich finde, da wo es beschränkt wird, ist es auch meistens angebracht, aber es gibt halt auch einfach Geraden und so, wo du einfach auch echt schnell fahren kannst, wenn die Strecke frei ist. So, da vorne ist Dominanz in Braxton. Probieren wir es erstmal mit dem Mercury? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Na, immerhin haben wir schon das erste Wrack gefunden. Die sind schwer zu finden. Also die ganzen Teile, wie gesagt, da muss man sich schon ein bisschen clever anstellen. Ist überhaupt nicht mein Ding. So, wir probieren mal Folgendes. Ja, schön. Ein bisschen zu hart gedrückt habe ich die noch. So, und da vorne geht's mit der Dominanz. Mit der Dominanz in Braxton los, Leute. Ja, Wagen wechseln wäre eine gute Idee. Okay, wir probieren's. Boah, bleibt mindestens 60 Sekunden lang Erster und gewinne das Rennen. Genug rumgealbert, Morgan. Jetzt verlierst du. Glaubst du? Ja, kleiner Sprung. Yeah! Los! Mach Platz hier. Och komm, jetzt drückt er mein ganzes Nitro aus der Arsch. Du willst deinen Lack zurück? Hol ihn dir! Yeah! Der war doch nice, komm. Mach Platz hier. Den kriegen wir auch noch jetzt auf der Geraden hier. Nitro Power. Schön. Schön vorbeigepäst. Sollen die doch kommen. So, den haben wir nicht super geil bekommen, aber okay. War okay. Konnte man machen. Vielleicht keine gute Zeit, um die Kamera zu wechseln. Ja, Mann. Der ist mir aber auf den Fersen, der Dude. Der klebt direkt an meinem Arsch. Komm, hier nochmal Nitro Power. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Nitro hier. Boah, da haben wir gut Power. Gut ein bisschen Wegstrecke machen können. Ein bisschen Abstand gewonnen, zwar nicht viel, aber immerhin ein wenig. Scheiße. War nicht gut. Ein bisschen mehr auf die Bremse gehen sollen. Ich wollte mich gerade umschauen, während der Fahrt von der anderen denn ist, aber dazu sollte man wirklich die Minimap nutzen. Ist immer sicherer. Yeah! Das war geil.
Weil die kleben mir aber wirklich am Popos. Oh, der war auch nicht geil. Der war nicht geil. Den hätte ich mit der Handbremse nehmen sollen. Probieren wir hier mal so. Oh, scheiße. Ich bin ein bisschen in Schleudern geraten. Man muss mal aufpassen. Eigentlich Rüberfehler. Ich bin fast im Ziel. Boah. Knappe Kiste. Fiese Kurven jetzt gerade. Nein! Zum Glück bin ich angeschnallt. Boah, das wird noch ein hartes Rennen, Leute. Der Maldat, der will's wissen. Noch 500 Meter. Das ist das Ziel. Da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Yeah! Ja, Mann. Perfekt. Ah, leider nicht gewonnen. Da bin ich zu schlecht gefahren diesmal. Nice. Nehme ich mit und eine Speedkarte, gönnen wir uns die rechte. Was ist da? Oh, Tempo nochmal hier. Puh. Sollten wir fast eher in die Garage schicken. So, Dominanz in Braxton. Und da gibt es jetzt nur noch eine kleine Tour, die wir da absolvieren müssen. Und dann haben wir diese Latino-Gang geschlagen. Was? Du hast dir ein Rennen gegen mich verdient, Morgan. Ich sag dir was. Zeig mir dein Feuer. Dann lege ich noch eine mächtige Leiche drauf. Du meinst deinen Frack? Wo ist es? Besieg mich, dann zeige ich's dir. So, dann schauen wir doch mal. Besieg mich, dann zeige ich es dir. Und dann zeigt sie uns auch, welches Wrack sie da hat. Und ich glaube, es ist dieser Ford Mustang, Leute. Deswegen nicht unbedingt die übelste Möhre. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Oh, oh, muss ich mal abkürzen. Yeah. Noch ein Beinahe-Unfall. Kleiner Beinahe-Unfall für zwischendurch. Oh cool, das war gar nicht so schlecht. Haben noch einen Point extra gemacht, ohne es zu wissen. Ich muss ja sagen, ich hasse Blitzer wie die Pest, ne? Zwischendurch muss man da wirklich drauf achten, aber sie sind ja auch... Ich meine, es ist ja okay, dass es sie gibt. Man soll ja eigentlich auch nicht zu schnell fahren. Aber manchmal, wenn sie so gemein positioniert, da wird eine Geschwindigkeitsregelung irgendwo geändert und auf einmal... Boah, den haben wir gut gekickt. Auf einmal steht da ein Blitzer. Hier in Köln. Vorher 30 gewesen, auf einmal 50. Vorher 50 gewesen, jetzt 30. Zack, stellen sie da zwei Tage später einen Blitzer hinter, wo die Nummer umgestellt wird. Da denke ich doch, was ist hier los? Ja? Kann sich doch nicht gehören, sowas. Wenn Speedrun auf den Kacke ist, ich will das Rennen machen. Ich will das Rennen. Ich will jetzt endlich mal die alte Lady hier vernichten. So, und da sind wir auch. Kleiner Sprung hier hin. €100, jetzt habe ich mir die Werte gar nicht durchgelesen, richtig. Ich habe sie einfach angenommen, verdammt. Boah! Bereit für den Tanz mit dem Tod, Morgan? Ich werde dich nicht schonen. Gut, ich dich auch nicht. Okay, Mann! Lass uns tanzen! Okay, La Katrina. Ja, oh nein, verdammt. Irgendwer sollte nachsehen, ob er noch lebt. Alles okay, mir geht's gut. Ja, du bist doch selber in den Rhein gefahren, du blöde Kuh. Yeah. Die wird uns nicht kriegen. Nicht heute, Freunde, na, nicht so heute. Was? Ich bin jetzt schon vorne. Das wird sich bald ändern. Nee, da kommen wir gut raus aus den Füßen, Kleine. Kurve zwar nicht optimal genommen, aber... So, mal die Handbremse angezückt. Bei der Nummer war das vielleicht ganz gut. Oh, Gegenverkehr. Boah. Hey, was soll dieser Kram mit dem Tod? Ach, das ist einfach nur Spaß.
Meine Familie hat ein Bestattungsunternehmen. Und sowas trägt eben. Oh fuck, da hat sie besser. Hat sie die auch gekriegt, die Abkürzung? Oh shit. Da hat sie mich zurückgeworfen, die Olle. Da bin ich auch echt nudelig gefahren. Wie wartet sie auf mich? Wisst ihr, irgendwann wird das Haus auch euch ins Visier nehmen. Die Typen sind Stadtratten. Hier draußen gibt's nichts für sie. Sie lassen uns in Ruhe. Navarro begnügt sich nicht mit der Stadt. Ich kenne sie. Gott, ich komm nicht ran. Einmal Kacke gefahren und schon was. Was das vielleicht, obwohl das Rennen geht noch eine Ecke. Ernst gemeint? Ja, aber du musst gegen mich fahren, als hinge dein Leben davon ab. Tut es ja auch. Und zwar immer. So, jetzt aber, komm. Boah, die ist super. In den Kurven holt sie es raus mit ihrer Möhre. Boah, das war knapp. Zurück, Amigo. Ich will Rache. Ah, daher das Feuer. Auf der Jagd. Mann, 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 ich krieg die nicht mehr. Komm schon, jetzt aber. Ich komm ran, ich komm ran, ich komm ran, ich komm ran. Auf der Geraden ist sie nicht besser als ich. Da hole ich auf. Ist meine Karre einfach. Jetzt aber. Adios, amiga. Von deinem miserablen Spanisch kriege ich echt Kopfschmerzen. Komm schon, Tyler. Du darfst die Führung jetzt nicht mehr abgeben. Boah, ich bin so schlecht am Anfang gewesen, aber jetzt muss ich mich konzentrieren. Wir haben dann gut aufgeholt. Auf der Geraden holen wir die Points halt wirklich. Aber in der Kurve wird sie gewinnen. Boah, da hat sie gut aufgeholt. Okay, jetzt sind wir vorne. Das schaffen wir, das schaffen wir. Katrina, du verlierst. Yeah, noch einen schönen Drift. Der Tanz gehört dir. Ah, ich bin auch nicht gegen den Rival. Also da habe ich heute nicht so die Bestzeiten hingelegt. Kann ich, glaube ich, so stehen lassen. Die Nebenwerte auch nicht geschafft. Habe ich mir nie mal durchgelesen. Hans. Was habe ich da nur getan? Aber Speedkarte nehme ich. Nehmen wir die in der Mitte. Bremsen. Ja. Können wir auch nicht einbauen. Ich meine, die Bremskraft, das Nitro war schon gut so. Die Karre ist schon gut so. Das Nitro hat uns schon gerettet. Das ist die Kapazität so groß. Das schicken wir auch in die Garage. Vielleicht können wir das irgendwie für eine andere Karre gebrauchen. Wir haben jetzt schon einiges. Okay. Graveyard Shift. Liga besiegt. Neuer Wagen beim Händler freigeschaltet. Oh, cool. Der GTE Clubsport. Aber die mag ich auch, die dicken Ford, der Raptor. Der ist so riesig, ey. Das ist echt schon ein geiles Ding. Oh, Wrackhinweis gibt's auch. Oh, Moment. Irgendwas ist anders. Ja. Ja, ist es. Viel Spaß mit dem Mustang morgen. Wir sehen uns. Oh, geil. Ty hier. Ich hab ne Spur zu einem alten Mustang. Tatsächlich? Aha. Ich musste mit dem Tod tanzen, um ranzukommen. Was? Ah, Graveyard Shift. Komm in die Werkstatt, wenn du ihn hast. Dann sehen wir, was wir daraus machen können. Okay, das ist die Spur zu dem Mustang. Tyler, bei irgendeiner Brücke. Gute Arbeit mit den Wüstenliegen. Siehst du, wie glatt alles läuft, wenn du auf mich hörst? Danke. Hör zu, ich hab da was für deine Crew. Ein kleines Geschenk von mir. Und was? Eine Gelegenheit, das Haus zu ärgern. Treffen wir uns. Ich schick dir die Infos. Dieser Park ist da in der Nähe und da gibt's eine Gabelung, eine große Straße und einen Fluss. Okay, also das könnt ihr auch, also bis man die Teile da gefunden hat. Wo ist denn hier? Auf den ersten Blick sieht man, da vorne wäre jetzt ein Fluss. Da müsste doch hier irgendwo vielleicht die Gabelung sein. Das hier könnte sie zum Beispiel sein. Ja, das könnte sogar ziemlich gut sein, dass es hier so in der Ecke ist, oder?
Mein, vielleicht sogar das hier? Vielleicht ist es sogar das hier? Sollen wir da mal hindüsen? Würde ich sagen, oder? Moment mal. Hat jetzt die Markierung nicht gesetzt. Irgendwie. Ja, jetzt. Probieren wir mal. Ich weiß nicht, ob es da ist, aber wir fahren da einfach mal rüber. Und nehmen unterwegs natürlich noch ein bisschen was mit hier in Braxton. Bei der Speedtrap, die leider nicht. Mach Platz hier. So Taxifahrermission hätte ich auch cool gefunden oder so. So mal ein paar Abseits von dem ganzen Rumgefahren. Ich habe das Rumgefahren jetzt ja auch teilweise gekürzt ein bisschen immer, aber also jetzt nicht das von Ort zu Ort, von Stelle zu Stelle, von Mission zu Mission. Ich weiß nicht, soll ich das komplett wegschneiden und immer euch die Mission nur zeigen oder soll ich das zeigen? Weil dieses Rumfahren, da finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Man entdeckt auch ein bisschen, kann ein bisschen erzählen und so. Mit dem Street Racer sollte ich mich vielleicht besser noch nicht anlegen. Der ist tough. Ja, das war Lindsay mit dem R8. Habe ich schon gesehen. Audi R8 auf jeden Fall ein bisschen besser noch als unser Fahrzeug. Wobei mit dem Nitro hier. Was kommen wir da? Ah, 260 kommen wir schon. Ah, der R8 zieht uns trotzdem weg. Vor allem, wenn der dann auch noch Nitro hat. Speedrun! Mach Platz hier. Wir machen den mal mit gerade. Einfach nur, um ihn zu machen. War mega gut, habe ich das nicht gemacht. So, hier. Ich liebe das Dröhnen der Motoren in einem Tunnel. Oh, das mag ich übrigens auch. Auch in Parkhäusern, wenn der Motor dann nochmal so schön aufheult und das so zurückschallt. Ja, war doch gut. Oder? Oh, oder auch nicht. Oh, war okay, Leute. So. So, ich hoffe, das Wrack ist überhaupt da. Das sind ja ein paar Kilometer, ey. Yeah! Der hat sich gelohnt. Neuer Rekord sogar. Ja, es liegt an dem Nitro, ohne Scheiß. Das Nitro ist richtig nice. Das jetzt einfach Dauer durch. Tyler, hast du einen Moment Zeit? Klar, was gibt's? Ich wollte dich fragen, warum warst du 6 Monate verschwunden? Das weißt du doch. Der Gambler hatte... Komm schon, Tyler. Das ist doch Blödsinn. Was war der wahre Grund? Ich wollte die Dinge klären, bevor wir uns wiedersehen. Dann habe ich kapiert, dass ich es alleine nicht schaffe. Verstehe. Danke für die Wahrheit, Ty. Aber wenn du das nochmal machst, kriegst du es mit mir zu tun. Okay, Jess, jetzt wissen wir natürlich Bescheid. Wir werden das aber nie wieder machen, keine Sorge. Unser cooler L. Tyler. Der steht natürlich über allem, zumindest denkt er das. Aber ich glaube, der wird auch noch seine Quittung kriegen. Irgendwas wird der da sicherlich noch auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Er ist nämlich sehr, sehr arrogant und von sich selbst eingenommen, muss ich sagen, unser Held. Er ist halt der beste Racer und ich bin der Beste und ich gewinne eh das Rennen und ihr könnt mich mal alle so... So, das ist schon seine Attitüde, so ein bisschen, so geht er schon vor. Ich hoffe, ich fahre jetzt mit uns nicht hier irgendwo ins Nirgendwo und nachher ist da ja nichts. Und wir haben noch nicht mal das Mustang Wrack bekommen. Aber heute? Ich mag ja den Ford Mustang. Habe ja letztens erst welche angeschaut. Ja, auch passend zum Need for Speed, habt ihr vielleicht bei mir auf Instagram gesehen. Habe auch die Story gesehen und so. Ich habe ja auch, bin ja auch Mustang-Besitzer unter anderem. Am geilsten finde ich aber auch immer noch diese ganz klassischen Fastbacks und die haben wir uns da angeschaut. Grün oder schwarz? Also Mustang ist echt eine saucoole Karre und auch eine Legende für mich. Und wenn man überlegt, dass dieses Auto vor 50 Jahren designt wurde oder noch länger, ja, der alte Ford Mustang, dann muss man sich da mal echt den Hut vorziehen, dass damals schon so ein geiles Design geschaffen wurde. Den Speedrun. Nehme ich mal mit eben. Liegt eh auf dem Weg. Das ist echt ein mega geiles Design. Was haltet ihr denn vom Ford Mustang? Schreibt es mal in die Kommentare. Und überhaupt, was ist euer Lieblingsauto? Würde mich auch mal interessieren. Boah. So, welches Auto, wenn ihr jetzt alles Geld der Welt hättet, welches Auto würdest du dir kaufen? Echt mal interessant zu wissen, finde ich. Da sind wir ganz gut durchgekommen. Yo, der war nice.
Entschuldigung. Wir müssen ja auch echt durch die halbe Karte für das Wrack. Und wie gesagt, die ist riesig. Brumm, 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 brumm. Entschuldigung. Ah, mein altes Rückgrat. Kann ich hier nicht irgendwo... Nee, kann ich nicht querfeld ein. Schade, ich wollte gerade mal gucken, ob ich da nicht irgendwo einfach durchpiesen kann. Oh Gott, ich hab mir das jetzt richtig... Kommen wir denn jetzt da am besten rüber? Okay, über die Brücke ist klar, aber... Scheint da unten irgendwo zu sein. Ich hoffe, das ist korrekt, was ich da markiert habe. Oh Gott. Da kommen wir nicht mehr. Leider nicht. Kriegen wir am Rückweg vielleicht. Okay, bleiben wir doch mal lieber auf der Strecke, die uns vorgegeben wird. Oh, liegt super auf der Straße. Oh, von wegen. Nur ich nicht. Der Wagen schon, aber ich nicht. Ich liege nicht so super auf der Straße. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man nicht jetzt einfach hier so querfeld ein die blöden Leitplanken, wisst ihr? Was soll das? Wer macht denn heutzutage Leitplanken? Need for Speed, da müsste man mal irgendwo so einfach nur so eine. Das wäre auch mal geil, wenn man Need for Speed in so einer postapokalyptischen Welt machen würde, oder? Eigentlich eine super interessante Geschichte, so Carmageddon Need for Speed mäßig. Ah ja, aber der Serie, ob das treu wäre, der Serie, ob sich da nicht viele aufregen würden und sagen, was soll das, was habt ihr aus Need for Speed gemacht? Ein apokalyptisches Autorennen. Als ich jünger war, habe ich jede Nacht nach irgendeinem Rennen gesucht. Ja, interessante Information, Tyler. Du warst immer nur unterwegs, hast Rennen gefahren, wurdest von der Polizei angeschissen, hast danach tausende und abertausende Euro Schulden, hast noch irgendwen umgefahren. Und das war dann dein Leben. Da muss man aufpassen. Mit den Rennen fahren ist so eine Sache in der Straße. Ich halte da ehrlich gesagt von illegalen, wirklich illegalen Leben. Games ist natürlich alles cool und so, aber illegale Straßenrennen halte ich nicht viel von. Ist auch verdammt gefährlich. Da kann man sich ja auch auf irgendeiner Rennstrecke treffen. Das Problem ist halt nicht, dass... Wenn die Rennfahrer können ja machen, was sie wollen, von mir aus, aber... Die Leute, die dann in Mitleidenschaft gezogen werden können, das ist das Problem, dass da Menschen umgefahren werden. Deswegen, wer vielleicht von euch mit dem Gedanken spielt, lasst es lieber sein. Das lohnt sich einfach nicht. Hier könnte es ein brauchbares Teil geben. Ich sollte mich umsehen. Ich bin gut, oder? Ich hab's geschafft. Aber es ist nicht hier. Da ist es. Ich glaube, das ist es. Das ist es. Wir müssen da rumfahren, ne? Boah. Ja, das ist auch das Muster im Wrack. Geil. Ich hoffe, das ist es. Aber das muss es sein. Boah, das feiere ich natürlich jetzt hart. Mal Platz. Sehr schön. Yo, Mann. Ja, Mann. Yeah, den, genau den meine ich, ich liebe ihn. Ja, der ist geil, Fastback, den finde ich auch verdammt geil mit dem Fastback. Das stammt von einem 65er Mustang, cool. Ja, ja, der 65er Mustang, haben ja auch viele Leute in die Kommentare geschrieben, die das auch gefeiert haben, also ganz liebe Grüße an dieser Stelle an alle Mustang-Fahrer und ich würde sagen, das war's dann von dieser Episode, habe ja ordentlich was hingelegt, 2 Wracks gefunden, 2 Rennen gefahren und noch viel mehr und das Mustang-Wrack ist natürlich mega, mega nice. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. There's something much bigger going on here. Jump!